Guten Tag. Hier ein weiterer 40-Jahre-Edition. Ein Jubiläumsmodell. Sie sehen hier, lieber Porsche-Freund, ein 2004er Porsche 911. 40 Jahre Jubiläumsedition, einer von 1963 Einheiten weltweit produziert. Er feierte das Jubiläum von 40 Jahre Porsche 911, dementsprechend 1963 Einheiten. Das erste Jahr war ja offiziell 1963. Das hier ist Nummer 802. 2004, das vorletzte Jahr der Baureihe 996. Der erste wassergekühlte 911er. Dieses Fahrzeug kostete an die 100.000 damals und zeichnet sich durch folgende Unterschiede aus. Zum einen die Farbe. Das ist Carrera GT Silber Metallic. Konnte man damals nur für dieses Fahrzeug oder für den Carrera GT, wer sich den leisten konnte. Ich kenne kaum jemanden. Also seltene Farbe. Die Felgen waren limitiert für dieses Fahrzeug. Auch schön zu erkennen hinten 911 40 Jahre. Auspuff. Kurzer Blick auf den Marken des Vertrauens. Das Fahrzeug wurde selbstredend vorm Erwerb unabhängig überprüft in New Jersey. Das Fahrzeug hat meines Wissens einen Vorbesitzer. Der Motor schaut sehr gut aus. Hören wir uns den mal an, wie er so klingt. Alle Sticker sind auch da. Das Fahrzeug hat 26.000 Meilen, also rund 40.000 Kilometer. Klingt auch wohl bekannt und angenehm. Der 2004er hat ja das Leistungssteigerungspaket und hat 345 PS anstatt 320. Das Fahrzeug ist in einem sehr guten Zustand. Schiebedach war Standard. In Vollleder Natural Grey, das heißt dunkelgrau, ist fast schwarz. Innen natürlich alles original. Hatte viele Optionen, Memory-Sitze. Das Innere rein kommt natürlich mit Handbüchern, Servicebelegen, hat einen Clean Carfax. Porsche CD Radio hat nicht das Navi. Hier Blick 802. Mittelkonsole lackiert in Wagenfarbe. Das Fahrzeug hat eine Schaltwegverkürzung, serienmäßig, und ein bestrafftes Fahrwerk. Hier nochmal das Cockpit, auch hier die Umrandung im GT Silber Metallic. Schauen wir noch kurz in den Kofferraum. Der befindet sich ja vorne. Die Felgen sind sehr schön und original. Häufig kommen die Fahrzeuge, die ja dann mittlerweile 12 Jahre alt sind, auf anderen Felgen. Auch hier alles komplett und sehr gepflegt. Ersatzrad, Werkzeug befindet sich hier. Der obligatorische Blick auf den Option-Sticker. Das Fahrzeug kam ja mit relativ wenig Zusatzoptionen. Dieses Fahrzeug geht an einen Händlerkunden in Deutschland und stellt einen proportional sehr, sehr guten Deal dar und hat ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Wir, das Team von Schoner Auto Burghaus in Fort Lauderdale, Florida, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2004er Jubiläums-Edition. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungskraner befinden, bewegen wir das Fahrzeug hin zur Verladerampe. Dort wird es professionell im Container verpackt und geht dann auf seine Reise nach Bremerhaven, aus dem Hafen Miami heraus natürlich. Dort bleibt er 3 Geschäftstage im Kopf. Geht wie gesagt nach Bremerhaven und wird dort vom Kunden abgeholt. Vielen Dank und auf Wiederhören.